Tagebücher im Kindergarten. Ich komme in einen Kindergarten, sitze in einem Kreis von Kindern. Rechts von mir hat einer mich oder irgendjemanden getreten und ich drohe ihm, dass er rausfliegen könnte. Aber anscheinend will er das. Dann links von mir ist ein Junge und der meint dann plötzlich: Du, ich habe gemerkt, nachdem ich deine ganzen Tagebücher gelesen habe, dass du die selber gar nicht öfters liest. Du musst sie öfters lesen, um besser zu werden. Und ich erschrecke etwas. Wie kommt er an meine Tagebücher? Und ich schaue mich etwas um und sehe überall verteilt im Kindergarten Fetzen von meinen Tagebüchern. Nicht nur von meinen Tagebüchern, auch von Karten, die mir meine Mutter geschrieben hat. Auf ihren selbstgemachten künstlerischen Karten, wo sie schreibt, dass sie den Tod des einen Bekannten nicht so gut verkraftet hat, aber es ihr schon besser geht. Ich komme mit zwei Leuten oder Freunden bei einem Restaurant an. Es ist alles voll, kein Platz mehr für uns. Aber da wir schon im Vorfeld etwas bestellt hatten, kümmern sie sich darum, dass wir irgendwo einen Platz bekommen und werden irgendwo hingepfercht. Das Essen wird irgendwie nicht gemacht, wir warten lange. Aber anscheinend hat der Koch schon Feierabend. Ich sehe eine Tanzshow, während ich warte, und eine unscheinbare Frau tanzt die Kochrolle in der Mitte von der Gruppe. Sie hat Locken. Aber als die Musik losgeht, geht sie mit voller Power ab, wie verwandelt. Das finde ich interessant. Und dann, ich komme einem Geheimnis auf die Spur. Kirsten Keller und ein anderer Freund verbergen was. Ich bin ihnen mit dem Auto gefolgt. Hat sie an den Statistiken rumgedreht. Irgendetwas haben sie gemacht. Man beachte den Namen Keller in Bezug auf Unterbewusstsein.